ist mega. Wie gesagt, solche Spiele sind für die Fans. Das ist schön, diese Nähe auch zu haben. Was hier los ist an einem Samstagnachmittag bei der Hitze. Chapeau und danke erstmal dafür. Und ja, darum spielt man Fußball und das sind einfach schöne Erlebnisse. Ich glaube, es ist ein rundum gelungener Test. Solche Spiele sind auch für die Fans. Ich glaube, für die gegnerische Mannschaft ist das auch dann immer ein Highlight. Für uns ist es super, uns zu präsentieren. Auch diese Fannähe ist wichtig. Man sieht, was hier los ist. Und deswegen, ich glaube, ein rundum gelungener Tag heute. Sehr, sehr schönes Gefühl. Ja, insgesamt, die letzten Tage waren auch ein bisschen emotional für mich, zurückzukommen. Nicht nur in die Heimat, sondern auch zum alten Verein. Aber ich muss sagen, es ist super aufgenommen worden, auch die ersten Tage schon. Aber dann ist doch die Vorfreude groß, mal wieder am Platz zu stehen, ein Trikot anzuhaben und dann mit den Jungs zu kicken. Und ja, hat Spaß gemacht und ja, jetzt wird der Grundstein gelegt für die Saison. Ja, ich war selbst überrascht. Da haben die Jungs das heute kurzfristig vom Spiel entschieden. Ich glaube, in Kombination mit dem Trainerteam, dass beim Testspiel, wenn man das erste Mal Kapitän ist, man was in die Mannschaftskasse bezahlen muss. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen für alle heute, mir die Binde zu geben. Und Fabi Schleusner hat mir meine erste Autogrammkarte vom KSC mit persönlicher Widmung gegeben. Ja, ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube für viele, glaube ich, ein einmaliges Erlebnis, so nah an uns ranzukommen. Und wie gesagt, ich glaube, das gehört einfach dazu. Ich meine, ich kann es selber, ich glaube, am besten nachvollziehen. Ich war selber als kleiner Junge Riesenfan von den Spielern, hatte immer groß aufgeschaut, wollte Autogramme, wollte Trikots schnappen. Von dem her machen wir das sehr gerne. Ja, ich glaube in der ganzen Region, jetzt waren wir ja Region eher Südbaden die Richtung, jetzt sind wir hier eher Richtung Mannheim unterwegs. Ich glaube ein Riesensupport, wenn man wieder sieht, was hier los war. Glaube ich, kann auch die Vorfreude auf die Saison groß sein, gerade mit dem neuen Stadion, glaube ich, dass wir den einen oder anderen Zuschauer gerade aufgrund auch der letzten Saison noch mehr überzeugt haben, zu uns zu kommen. Und ich glaube, die Vorfreude ist riesig, wenn es dann endlich losgeht. Morgen auf dem Fernsehen machen, auf YouTube. Nächste Woche. Nächste Woche? Ja. Montag? Ja, eher Freitag. Okay. Mach's wirklich. Ja, mach ich. Tschüss. Ciao. Schönen Tag noch. Ich hoffe, am 19. Juli ist ja das Liverpool-Spiel. Ich hoffe, ein schönes Spiel und einen schönen Erlebnistag.